Hi und herzlich willkommen zu einer Aufgabe, deren Lösung wir schon kennen, aber die uns irgendwie erstaunen sollte. Hier steht 2 plus 8 geteilt durch 2 und die Lösung soll 3 sein. Sehr mysteriös, denn egal was ich mache, egal wie ich mich verrechne, ehrlich gesagt, 2 plus 8, das wäre ja 10, 10 geteilt durch 2, das wäre 5. Oder aber auch, anders gerechnet, 8 durch 2 ist 4, 2 und 4 ist 6. Beides führt uns ja nicht wirklich zur 3. Was steckt jetzt also dahinter? Das Interessante ist das Ausrufezeichen hier. Denn eigentlich sollte dieser Satz heißen, die Lösung ist 3 Ausrufezeichen, Punkt. Das Ausrufezeichen ist hier also gar nicht wirklich als Zeichen einer, naja, Zeichensetzung im Sinne von Deutschunterricht zu sehen, sondern das Ausrufezeichen ist ein mathematisches Zeichen für Fakultät. Und die Fakultät, die geht nur für ganzzahlige Werte, wie die 3 zum Beispiel. Die nimmt sich dann diesen Wert und dann rechnet sie immer eins runter, bis sie bei der 1 ankommt. Und setzt Malpunkte dazwischen. 3 Ausrufezeichen, 3 Fakultät ist also 3 mal 2 mal 1 und das ist 6. Und damit ist doch eigentlich alles wieder klar. Denn 2 plus 4 war 6 und das war auch genau die richtige Rechnung. Punktrechnung, Vorstrichrechnung, diese Variante hier wäre nicht korrekt. Und damit ist es auch eigentlich überhaupt nicht mehr verblüffend, dass die Lösung hier 3 Ausrufezeichen ist. Für was Ähnliches schaut mal hier rein und für mehr Aufgaben aus so kleinen Gehirnjogging-Einheiten empfehle ich euch die Playlist da oben drüber. Viel Spaß damit, macht's gut!